Meine Lieblingsecke bei JK. Und was will ich hier machen? Ich zeige euch mein Deck, was ich gespielt habe bei der World Celebration. Für Leute, die es euch vielleicht interessieren, wie man Orko spielt, ihr habt ja eine Liste, wie man Orko spielt. Ist nicht sehr erfolgreich, aber dennoch vielleicht eine coole Idee, wie man spielen könnte. Fangen wir mal an. Also, das Grundprinzip ist halt, das ist wie Luna Knight gefühlt. Du hast ja auch so eine 2-Karten-Kombo. Und was ich mir gedacht habe, ist, du hast eine von diesen 6 Karten. Und also eins von 6 brauchst du von denen auf der Hand. Und du musst mit eins von den 6 auf der Hand starten, dann hast du eigentlich die Kombo. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt, weil wir haben hier keine Mermaid. Ich wollte Dark Warrior spielen, aber ich spiele erstmal. Was ich dann rausgefunden habe, ist, dass Dark Warrior mega schlecht ist, weil du keinen Phoenix-Plate hast. So, wenn du eine von den 6 startest, sendest du die Flechtbombarde rein. Das ist ein Orkus-Monster, was kein Mensch spielt. Außer mein Teamkollege Leon. Grüß an dich. Kannst du vom Friedhof bändigen, kannst einen Orkus von der Hand specialen. So, was kann man machen, wenn man mit so und zum Beispiel so startet? Man hat die Orkus-Kombo. Wie immer. So, als wäre Mermaid aktiviert worden. Fertig. Mehr nicht. Und so spielt man eigentlich das Deck. Du hast halt die beiden und ziehst einfach deine Kombo durch mit Badic. Das ist eigentlich das Ziel. So spielt man eigentlich das Deck. Das war die Idee von mir. Deswegen spiele ich auf 3 Nightmares und Hub-Horror. Das ist obvious, du spielst immer 3 Hub-Horror, du kannst auch mit Pestrolo und Hub-Horror starten, also immer noch die Kombo. Und bei dem ist halt so, du willst ihn auf der Hand haben, wenn du so startest. Du kannst auch theoretisch so und so starten oder so und so. So hast du auch einfach die Kombo. Das ist halt richtig cool. Also es ist sehr unüblich, dass man 3 Nightmares spielt, aber muss man halt machen. Ich würde halt gerne Danger spielen, aber Danger ist ja nicht egal. Ein Skelett will ich ja überlegen. Also wenn ihr dieses Deck spielt, könnt ihr echt überlegen, zweites spielen, weil das ist echt die Karte, die ihr nicht sehen wollt und ihr wollt die irgendwie ablösen. Außer ihr habt irgendwie Foolish oder irgendeine andere Scheiße, dann ist es okay. Aber sonst ist es halt ziemlich nervig, wenn man die auf der Hand hat. Wie alle anderen Phantom Knight Monster auf der Hand. Obviously, wenn man mehr machen muss, bis man mit dem startet, muss man sowas spielen. Kleines Foto, wie gesagt. Wenn ihr mit. Ihr könnt auch so starten, aber wenn ihr so mit die Kombo, nur so als kleine Anmerkung, kann man auch machen. Aber ja, wenn du mit Hub-Horror mit Testrode startest, kannst du eigentlich spielen. Falls du mit mir spielst. Phantom Knights, ja, Bardisch ist ja auf 1, ja, auf 3 besser gesagt, finde ich richtig cool. Sehr schön, das spielst du das Deck einmal so. Ich spiele Headchefs, 2 Aschen, weil Aschen auf 2 sind und 3 Ogre. Ich hatte so viel Schiss gehabt vom Striker, deswegen habe ich mir gedacht, lass mal einfach Ogre spielen. Ja, sonst der Rest ist eigentlich ziemlich Standard. 3 Instant wegen der Winder-Kombo. Plus weiter Extender, falls nötig. Plus du kannst halt Partner plus Instant auch die Kombo haben. Ich hasse Handchips. Ich hasse Backflow. Das ist obvious. Das ist obvious. Das ist auch obvious. Ich glaube, das muss ich eigentlich gar nicht erklären. Also jeder, der weiß, wie man auch spielt, weiß, dass man sowas spielen sollte. Mit Bardic natürlich. Zum Extra Deck ist ein bisschen interessant, weil ich ja kein Mermaid mehr habe. Deswegen war es ein bisschen schwierig für mich, das Deck zu bauen. Ich spiele eine Nitoribo, weil das ist die Karte, auf die du gehst, wenn du mit 6 Bombarden auf der Hand startest. Und danach kannst du Hub-Horror specialen oder Nightmare. Die spiele ich, ist obvious, weil ich weiß nicht, ich habe überlegt, Unicorns spielen, muss man durch. Das allerletzte Mal in meinem Leben, den werde ich nie wieder sehen, mein Gott. Ich glaube, die waren die besten für solche Events. Deswegen Thunder, das für Otika und Salamand ist halt immer noch krank. Ich hasse Salamand, by the way. Tiger hat hier. Ein Obvious. Zwei von denen ist obvious. Und die Zeit ist hier schon da. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Das Side-Deck ist auch ziemlich obvious. Halt die zweimal, weil die auf 2 ist. Ich spiele 3 Gammas, finde ich cool. Das kann man eigentlich cutten. Keine Ahnung, was du spielen wollt. Was würdest du spielen, anstelle von Lanzio? Evenness. Spiel ich aber schon. Spielst du schon? Ja. Das hast du schon, maybe. Ja. Hast du mal kurz auf die Frage? Ich hätte eben Red Reboot, maybe. Ja. Irgendeine Karte, wo ihr denkt, die ihr spielen würdet. Und 3 Viren, weil ich Angst vor Strike habe.
So, für die Leute, die sich fragen, wie man das Deck jetzt überhaupt spielt ohne Mermaid, ich habe ja die Kombo vorhin erzählt. Sagen wir jetzt mal, ich starte jetzt mit dem und dem. Ihr könnt auch, wie gesagt, anstatt mit dem auf Mathematiker, Scrappy Psyker irgendwas haben. Es geht darum, dass ihr den im Friedhof baut. Ihr könnt aber Fühle starten. Was ihr auch machen könnt ihr auch von vorne spielen, damit ihr Zugriff auf den habt. Hab ich vergessen. Normalt den, link den weg, macht den Kuribu, special den von der Hand und dann habt ihr eigentlich einen Kombo. Das ist eigentlich nur so. Standard-Fail wie vorher. Das ist so mein Konzept gewesen, wie man die Würzel welche spielen kann mit August. Das finde ich die bessere Variante als Dark Warrior, weil Dark Warrior müssen 10 Garne spielen, aber man muss den Rock. Und das war es eigentlich schon mit dem Video. Ja, habe ich nichts zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr es spielen wollt, könnt ihr es gerne so von mir übernehmen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also, es ist wirklich